Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Ja, der eine gute Beleidigung. Mach ich hier jetzt. Da hinten lautet hier wieder. Da unten tun ein Portal, weil ich darunter springe. Da wird weil daraus liegt, zwei Kräuter geben. Da bringt auch nö, springt auch nö. Und das ist das was. Aber wo hier? Der fliegt da rüber und eine Mummel-Team. Oh Gott, wie die Reute. Wo ist hin? Da rüber, aber wo die Tür da hinten und da. Ach, wo geht da rein? Ui. Sehr viel nach Flug. Und weiter. Oh Gott, da kann ich was machen. Da kann ich was machen. Schauen wir mal, was bringt das? Okay, das bringt nicht. Da auch gar nicht da. Warte mal, aber ein Weg hinter dem Horn. Nee. Bringt nicht. Ja, die der Doktor. Okay, könnt ihr das runterspringen? Ui, ja. Mit ihm kann ich noch sagen. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Die da Räder. Alter, wie es lädt. Als wenn du alt sein, oder du schwach, oder du das Streit haben, zitten die wie anderen. Ja klar. Ist da voll logisch. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Boah. Wie viel Arbeit reinsteckt worden ist, um sowas herzustellen hier. Meter halt. Einfach Haufen Krümer und... Boah. Jetzt kann ich auch noch meinen Minecraft umzubauen. Ja. Hey! Kuckuck! Ich bin hier oben! Was? Wo? Hä? Wo oben? Ich sehe dich nicht. Ah, da hinten! Hey, super! Du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Soll ich hier den Test machen? Ich glaube, der Test ist unterschiedlich. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und komm auf der anderen Seite durch. Das ist eine riesengroße Portal. Schieß ein Portal dahin, gleich hinter mir, okay? Und dann geh durch. Gleich hinter mir. Ja. Ich tue schon. So. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Ja. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf, sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Dann die Bude hier hin. Ich habe immer keine Portale. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also. Ja. Okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Ja. Eins. Fang auf! Au. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Ja, und jetzt bin ich neues Problem. Ich kann mich nicht bewegen. Bist du noch da? Könntest du mich vielleicht aufheben, wenn du noch da bist? Kann man dir mit dir Fußball spielen? Hallo? Kannst du mich bitte aufheben? Ja, da liegt der. Hallo, ich bin vor dir. Wie kann ich ducken? Super, besten Dank.
Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Okay. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Nee, kann nicht. Mach. Was ist denn? Warum soll ich mich umdrehen? Ich kann nicht, wenn du... Okay, dreh dich wieder um. Wow. Geheimtür, die hab ich aufgemacht, als du dich hingeguckt hast. Heb mich hoch und dann raus hier. Ja, ich reu dich da wie. Kannst du mich hochheben? Kann dich irgendwie darüber ziehen. Würdest du mich hochheben? Ja, komm. Fußball. Fußball. Hey, heb mich hoch. Porte, Fußball, 2018. Vergiss nicht, mich hochzuheben. Ich kann das auch ohne dich rüberschieben. Ich kann, ja. Magst du mich mal hochheben? Halt die Schnauze und lass dich rollen. Oh, lass mich nicht allein hier. Heb mich auf, sei so gut. Was passiert denn, wenn du da runterfällst? Heb mich doch auf! Nimm mich mit! Ja. Da will ich eh nicht weiter. Ah, weißt du noch? Vor 5 Sekunden hast du mich schon mal aufgehoben. Toll war das. Also nochmal, heb mich nochmal hoch. Meine und los. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Ah. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Ja. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Danke. Weiter. Doch, dann danke. Hallo? Ich bin anders. Ja, ich weiß, dass du anders bist. Arme Kleidung. Kleidung. Einfach nur arm. Das ist die Welt. Da war eine, gleich eine von den Würfeln Laser. Die werden noch kommen. Die Laser. Nachfall. Jo. Arme Italien. Die andere. Die wird noch kommen. Bitte wieder. Ich will euch nicht spoilern, aber die wird wieder kommen. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Ich will dich abladen. Also, wenn du irgendwelche Vorbehalte gegen diesen Plan hast, dann würde ich dir empfehlen, sie jetzt vorzubringen. Ja, ich habe einen Plan und zwar, ich lach mich los. Du blödes Ding. Mann. Mann, du. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Oh. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß, ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Ich will nicht abfassen, ich will nur ein bisschen umschauen. Da kann man vielleicht irgendwas machen. Da hinten nochmal dann hin. Oh Gott, das ist ja alles zu zerstören, da kommt man gleich. Ja, sehen. Später wird der Raum lebendig schon wieder. Und das Wasser ist nicht gefährlich hier, okay? Und da bin ich selbst nicht. Was ist das? Ein Rohr. Wammelrohr. Weiß man, was da drauf ist. Ach, das ist die blaue Farbe rum da. Okay, die Treppe runter. Die Treppen sind nicht mehr zu tapet. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Okay, weißt du was? Spring! Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ich hab gefreut, den Boden geknallt gerade. Okay. Gibt dir irgendwas zum Filmen? Boah, die Schauen, die sind laut. Also ich hab mein Ohr abgehärt. Oh, meine Ohren. Ich hab Ohren, die...
Ah, entschuldige, am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Ja, oh, hoppla, ich hab nach unten geschaut. Das oh, hier nein. ist der zentrale oh, Kontrollraum. Na dann rein. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Oh, klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Ach, du Scheiße. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an. Und ich mach das Licht an. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Oh, nee. Also, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Oh. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort. Das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen mal sehen. Nein, warte. Hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön. Neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Ah. Oh Gott. Oh. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, oh nein, 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 nein. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Nein. Wissenschaft zuliebe, du Monster. Du bitte Monster! Du bitte scheinst das Testen wirklich zu lieben. Nein! Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Nein! Ich liebe es auch. Nein. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Ja.